Das ist der 26. Part meiner Okkult Baby Challenge und heute gibt es endlich ein Wiedersehen mit der ganzen Familie. Oder zumindest mit dem Teil, der noch davon übrig ist. Unsere Emma ist im letzten Part ja leider verstorben und außerdem auch Daisys Ehemann Sydney. Hier im Hause Potter hat aber niemand wirklich Zeit zum Trauern. Die ganze Familie ist gerade am Kochen, denn heute steigt die große Geburtstagsfeier. Ich glaube, der letzte Part hat am Dienstag oder Mittwoch geendet, also ein paar Tage liegen da jetzt dazwischen. Wie gesagt, leider ist Sydney von uns gegangen, aber es ist auch etwas Schönes passiert. Und zwar bei unserer lieben Akira. Es hat sie nämlich jemand gefragt, ob sie mit ihm zum Abschlussball gehen möchte. Und zwar nicht irgendjemand, sondern Christian Grusel. Mit dem hatte sie im letzten Part ja ihren ersten Kuss. Sie sind Turteltauben, mittlerweile beste Freunde und er ist auch ihr Abschlussball-Date. Aber viel halten wir alle jetzt nicht von ihm. Er ist ein bisschen ein Schnösel und außerdem ist er gemein. Und er ist jetzt auch schon ein junger Erwachsener. Das haben wir wohl auch verpasst. Und nun sind wir hier im altbekannten Hanford on Bagley. Und nun haben wir 17 Uhr, die Party kann losgehen. Rose ist ja wieder schwanger, wie süß. Nun bekommt sie endlich ein Kind mit ihrem Ehemann Marco. Livia wird als erstes mal Violet umarmen. Dann wird sie Rose versuchen zu trösten. Vermutlich ist sie auch traurig, weil Sydney von uns gegangen ist. Und dann wird sie auch noch unseren Jared liebevoll umarmen. Akira ist jetzt schon ins Haus ihrer verstorbenen Großmutter gegangen und nimmt sich ein Glas Milch aus dem Kühlschrank. Oder was ist das? Erdbeermilch. Woher hat diese Familie Erdbeermilch? Dann wird sie sich einmal bei Daisy vorstellen. Bei Ruby kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mit irgendjemandem sprechen möchte. Sie geht einfach in das ehemalige Zimmer ihrer Mutter. Jetzt ist schon der Abschlussball, aber ich wollte doch noch die Familienfeier haben. Das ist jetzt leider blöd. Abschlussball ist spannender. Die Party muss dann einfach im Hintergrund weiterlaufen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Und schon sind wir da. Als erstes wird sich Akira gleich mal einen Fruchtpunsch nehmen und auf ihr Date warten, denn der ist irgendwie noch nicht da. 2000 years later. Endlich ist Christian aufgetaucht. Ich dachte schon, der kommt nicht mehr. Dann können wir gleich mal mit ihm flirten. Und dann werden die beiden einmal langsam miteinander tanzen. Oh, wie süß. Sie gehen nach draußen, damit sie ganz alleine sein können. Wenn ich mich richtig erinnere, haben das Daisy und Sydney auch gemacht, oder? Und jetzt hat schon die Preisverleihung gestartet und wir haben gar nicht abgestimmt. Abschlussballkönigin ist Ethel und nahe des Abschlussballs ist Valentino. Ich kenne euch beide zwar nicht, aber herzlichen Glückwunsch. Was ist denn bitte Wuhu on Unconventional Object? Irgendeine Mod von mir hat ein Update bekommen und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Wir können uns ein Objekt aussuchen, auf dem sie jetzt techtelmechteln. Und es könnte einfach einer dieser Sessel sein. Ich nehme einfach mal diese Bank und hoffe, die beiden sind allein dabei. 10 seconds later. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Akira hat ihr erstes Techtelmechtel. Akira hatte gerade ihr erstes Techtelmechtel auf einer Parkbank, aber es ist schon fast 1 Uhr früh. Sie muss definitiv wieder nach Hause gehen. Aber davor wird sie Christian noch fragen, ob er Freund sein möchte. Auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, die beiden scheinen sich wirklich gut zu verstehen und wenn es das ist, was sie will, möchte ich natürlich nicht im Weg stehen. Und er hat ja gesagt. Oh nein, sie verwandelt sich in einen Werwolf. Und Christian hat das Ganze gesehen und ist einfach weggelaufen. Die hat ihn sicher komplett verstört. Wieder zurück in Chestnut Ridge sehen wir, dass Livia Besuch von Sora bekommen hat. Im letzten Part wollten wir sie ja mit einem Zauber rufen, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Jetzt ist sie aber hier und die beiden unterhalten sich. Und obwohl Livia unfassbar traurig ist, freut sie sich natürlich, sie zu sehen. Deshalb sagt sie... Ich vermisse dich unglaublich. Gibt es keine Möglichkeit, dass du einfach hier bleibst? Ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Ich würde so gern hier bei dir bleiben. Fällt dir vielleicht ein Zauber ein, mit dem das möglich wäre?
Und plötzlich fällt Olivia etwas ein und sie sagt nur, ich habe eine Idee. Und dann geht Olivia hier nach draußen ins Freie und spricht einen mächtigen Zauber. Und es hat funktioniert. Zora ist zwar immer noch ein Geist, aber sie kann nun auf der Seite der Lebenden bleiben. Was das bedeutet, sehen wir hier. Zora ist nun Teil unserer Familie. Und im nächsten Part werden wir sie dann endgültig wieder beleben. Oh nein! Ivo! Ivo hatte ein langes Leben, doch schließlich ist seine Zeit gekommen. Das hohe Alter macht seinem Leben ein Ende. Nein, 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 nicht heute. Nicht bei so einem schönen Part, wo Zora und Livia gerade wieder vereint wurden. Können wir den Sensenmann anflehen? Livia fürchtet den Sensenmann zu sehr, um ihn anzuflehen. Akira, dann musst du das machen. Fleh, dass Ivo verschont bleibt. Sie fühlt sich selbstsicher, möglicherweise ist das ein gutes Zeichen. Akira, let's go, kämpf um deinen Onkel. Was? Das hat funktioniert? Das hat bei mir noch nie funktioniert. Die leidenschaftlichen Bitten von Akira haben an dem Sensenmann funktioniert. Und Ivo wurde wiederbelebt. Wie großartig ist das, vom Sensenmann gestreift. Weil er knapp dem Sensenmann entkommen ist. Er wird jetzt gleich mal zu Akira gehen und wird sie umarmen. Liebevoll umarmen, immerhin hat sie sein Leben gerettet. Hat das bei euch im Spiel schon mal geklappt? Bei mir war das wirklich eine Premiere. Ich bin so happy, dass wir doch noch ein paar Tage mit Ivo haben. Und unsere Ruby sitzt wie immer oben in ihrem Turm. Vermutlich ist euch schon aufgefallen, es war jetzt längere Zeit ruhig um sie. Sie hat schon wirklich lange keinen Blödsinn mehr gemacht. Aber das wird sich bald ändern. Denn während sie so arbeitet, überhört sie im unteren Stock der Scheune plötzlich eine Unterhaltung. Ihre Mutter Livia ist dabei, Zora auf den neuesten Stand zu bringen. Selbst als du weg warst, hat Marvin nicht aufgehört, meine Familie zu bedrohen. Wir sind schon viel zu lange auf der Flucht. Ich kann das alles nicht mehr. Wir müssen uns endlich den Vampiren stellen. Ich glaube, wir könnten es schaffen. Wir könnten stark genug sein. Aber natürlich brauche ich deine Hilfe. Und Zora, die momentan ein Geist ist und ohnehin nichts zu verlieren hat, möchte natürlich helfen, die Vampire zu besiegen. Wann greifen wir an? Ist alles, was sie fragt. Und Livia sagt darauf, ein wenig muss ich noch trainieren. 7 Tage. Mehr brauche ich nicht. Das bedeutet, der große Kampf wird nächstes Wochenende am Sonntag starten. Ruby hat das ganze Gespräch mit angehört und begeistert ist sie davon nicht. Sie hat Marvin kennengelernt und weiß zwar, dass er nicht der allerbeste Sim ist, aber immer und immer mehr beginnt sie seine Entscheidungen zu verstehen. Und immer mehr denkt sie darüber nach, ob sie möglicherweise doch zu ihrem anderen Elternteil ziehen sollte. Aus dem Grund möchte sie zumindest, dass der Kampf fair ist. Und deshalb wird sie ihren Vater jetzt anrufen und wird ihm alles davon erzählen, was sie gerade gehört hat. In den nächsten Tagen bereiten sich also alle auf den großen Kampf vor. Aber nicht nur Livia und ihre Familie, sondern auch die bösen Vampire.